In der 51. Spielminute schießt der 18-jährige Shootingstar Lukas Podolski das erste Tor und entscheidet damit auch das erste Spiel im fertigen Stadion. Ein reines Fußballstadion. Das erste, das in über 80 Jahren Kölner Stadiongeschichte hier in Müngersdorf steht. Es ist die dritte Stadiongeneration, die an dieser Stelle an der Aachener Straße in Köln-Müngersdorf steht. Alle drei Stadien gelten bei ihrer jeweiligen Eröffnung als die modernsten in Europa. Das erste eröffnete der damalige Oberbürgermeister Konrad Adenauer 1923. 15.000 Arbeiter hatten an dem größten Stadionkomplex Europas geschuftet. 74.000 Zuschauer beim Sieg heim. Die Hauptkampfbahn in Hakenkreuzdekoration. Sepp Herberger, der deutsche Fußballnationaltrainer. Ganz Deutschland beneidet Köln um diesen Club. Er gilt als das Real Madrid des Westens. In den 60ern fluchten die Fans über schlechte Sicht und forderten eine reine Fußballarena für den FC. Ganz anders die Zeit in der alten Radrennbahn. Hier spielten FC und Fortuna, während nebenan gebaut wurde. Hennes Weisweiler. Yeah.